Bevor wir zu den ersten beiden Spielen der Gruppe 1 kommen, hier der Überblick. In der Gruppe 1 vertreten Post und Telekom SV, SV Brakel 61, BV Westfalia Wickede, TuS Bövinghausen. In der Vorrunde präsentierte sich sehr gut die Mannschaft von Post und Telekom SV Dortmund. Ja, wir hatten ja schon letzte Woche die Möglichkeiten, das Spiel, sag ich mal, uns ein bisschen anzuschauen. Natürlich hat man sich ja dementsprechend auch nochmal das Ganze im Fernsehen angeschaut. Wir wissen, wie spielstark die sind. Ist natürlich ein ganz anderer Kaliber als Brakel. Und versuchen das Beste gleich daraus zu machen. Wie wirst du Westfalia Wickede knacken? Das, was wir eigentlich schon uns die ganze Zeit in der Halle vornehmen. Defensiv für Grundordnung stehen, dass wir vernünftig stehen und dann dementsprechend vom Ballbesitz schnell zum Konter kommen, schnelle Abschlüsse suchen und dann hoffen, dass wir da wirklich lange wie möglich das 0-0 oder auch in Führung gehen können. Und dann kann man einfach mal sehen, was in der Halle so passiert bei dem Publikum. Sagen wir mal so, es würde nicht ganz so gut laufen im ersten Spiel. Es gibt ja noch zwei weitere Spiele dann. Was für ein Gefühl hast du und wie siehst du die anderen Gegner? Ja, ich denke mal, in der Gruppe ist Westfalia Wickede außerhalb der Konkurrenz. Da sind die anderen drei Mannschaften, da zählen wir darunter, spielen dann um Platz 2. Wir haben dann Brakel 61, die wir aus der Liga kennen. Wir haben mit Bövinghausen einen A-Ligisten, der auch schlagbar ist. Und da wird es drauf ankommen. Dementsprechend vermute ich mal, muss man jetzt gucken, dass man gegen Wickede einigermaßen gut aus der Affäre kommt, einigermaßen sich vernünftig präsentiert, vielleicht sogar eine kleine Überraschung setzen kann, aber wird natürlich sehr, sehr schwer und da muss man einfach mal gucken, dass man in anderen Spielen top motiviert zur Sache geht. Alle Mann denn an Bord oder musst du sagen, ich muss auf Spieler jetzt verzichten im Gegensatz zur Vorrunde? Nö, wir haben alle Mann an Bord, haben sogar noch zwei Leistungsträger zugewonnen. Das ist der Tim Exner und der Kai Ecker. Die sind letzte Woche ausgefallen, krankheitsbedingt. Sind erfahrene Leute, die uns in der Halle auf jeden Fall nochmal verstärken. Dann schauen wir einfach mal, was mit dem 12-Mann-Kader heute reißt. Und er wusste, dass es nicht einfach werden würde gegen den Westfalenligist Westfalia Wickede. Post Telekom SV in gelb-blauer Spielkleidung, Westfalia Wickede weiß-schwarz. Und die Fans von Post Telekom SV, sie sorgten sofort für die richtige Stimmung in der Sporthalle Brakel. Gut 500 Besucher, restlos ausverkauft, sensationelle, tolle Stimmung. Und die Zuschauer hofften natürlich, dass es sofort im ersten Spiel eine Überraschung geben könnte. Denn die Mannschaft von Post und Telekom SV hatte ja unter anderem auch Brakel geschlagen in der Vorrunde mit 3-2. Und in der vierten Minute heißt es dann 0-1. BV Westfalia Wickede geht in Führung. Und wer sollte das anders sein als der Spielertrainer persönlich? Marco Schott erzielte den ersten Treffer in dieser Begegnung. Und der B-Kreisligist bemühte sich. Man belegte in der Kreisliga B-Gruppe 4 zurzeit den zweiten Tabellenplatz. Und hier in der Halle hatte man, wie ich gerade schon sagte, in der Vorrunde doch exzellent gespielt. Und immer wiederum dann natürlich die schnellen Angriffe vom BV Westfalia Wickede. Und Tim Schrade erzielte in der 9. Minute den zweiten Treffer. Man sah natürlich, dass es auf Seite des Westfalenligisten besser lief, denn man ließ ganz anders den Ball laufen. Halbzeitstand 0-2. Der Westfalenligist ließ natürlich exzellent den Ball laufen. Eine wunderbare Kombination, ein traumhaftes Tor. Es heißt 3-0 für Westfalia Wickede. Noch einmal hier die Wiederholung. Klasse gemacht, keine Abwehrmöglichkeit für den Keeper. Ja, der Vizestadtmeister hat natürlich exzellente Techniker in den Reihen und das merkten natürlich die Spieler aus der Kreisliga B. Und ein Schuss aus der zweiten Reihe, keine Abwehrmöglichkeit, da hat man den Keeper auf den falschen Fuß erwischt und den vierten Treffer erzielte Anil Kunia und es heißt, wie gesagt, 4-0. Westfalia Wickede hatte weitere Möglichkeiten und im Blickpunkt des Geschehens immer wiederum der Keeper von Post und Telekom SV Dortmund. Die Stimmung auf der Tribüne in Dortmund-Brakel war natürlich weiterhin hervorragend. Auch wenn man zurücklag, hatte man sich die gute Laune nicht nehmen lassen. Denn man wusste ja, dass es sehr schwer werden würde, hier gegen Westfalia Wickede zu bestehen. Und wieder eine Riesenmöglichkeit, weiterhin also 4-0. Und Westfalia wollte es natürlich wissen. Westfalia Wickede und wieder eine Glanztat jetzt hier vom Keeper von Post und Telekom SV Dortmund. Ja, weiterhin natürlich gut gelaunte Fans auf der Tribüne, wie gerade schon gesagt.
um die 500 Besucher in der Sporthalle. Dortmund-Brakel sahen dann das fünfte Tor für den BV Westfalia. Wickede erfolgreich Andreas Tötz und es waren 19 Minuten gespielt. Mehr Tore gab es dann nicht mehr zu bewundern in dieser Begegnung. Entstand Post und Telekom SV 0, BV Westfalia Wickede 5. Und das waren auch drei wichtige Punkte Richtung Helmut-Körnig-Halle. Wir bleiben in der Gruppe 1 und kommen zur nächsten Begegnung, die wir haben für Sie. SV Brakel 61 gegen den TuS Bövinghausen. Der TuS Bövinghausen spielt in der Kreisliga A. Die Mannschaft aus Brakel in der Kreisliga B-Gruppe 4. Da läuft es in der Meisterschaft sehr gut. Man ist zurzeit Tabellenführer und hat in der laufenden Saison erst ein einziges Spiel verloren. Aber der TuS Bövinghausen, der A-Kreisligist, geht in Führung mit 1:0. Erfolgreich Christian Wiegand und es waren gerade mal 2 Minuten gespielt. Und Bövinghausen wiederum hier mit dem weißen Trikot hatte die nächste Möglichkeit, 3,5 Minuten gespielt. Der A-Kreisligist ließ gut den Ball laufen, spielte sich Möglichkeiten, aber die Mannschaft von Brakel 61 versteckte sich nicht. Und das war auch gut so. Die Zuschauer sahen ein sehr abwechslungsreiches Spiel mit guter Kombination und verdient der Ausgleich zum 1:1. Piruskin war der erfolgreiche Schütze. Sportfreunde Brakel sagten sich, da kann man mehr rausmachen in dieser Begegnung. Aber der A-Kreisligist sorgte doch für klare Verhältnisse. In der 8. Minute war Michel schädlich erfolgreich für den TuS. Sportfreunde aus Brakel bemühten sich. Man wollte auf jeden Fall vor der Halbzeit noch den Ausgleich erzielen. Aber man war gewarnt, denn die Mannschaft vom TuS Bövinghausen, sie ließ den Ball auch in den eigenen Reihen sehr, sehr gut laufen. Halbzeit 1:2 und in der zweiten Halbzeit stand der Keeper dann erst wieder ziemlich unter Druck vom SV Brakel 61. Denn der TuS Bövinghausen wollte es wissen, ich habe es gerade schon gesagt, der A-Kreisligist. Aber da boten sich natürlich auch Möglichkeiten für die Mannschaft aus Brakel. Und da fehlte manchmal auch das Quäntchen Glück. Bei diesem Spiel war die Stimmung natürlich gut, groß ob klein. Alle waren sie da in der Sporthalle Brakel und erlebten einen tollen Fußballabend. Die Hallenfußball-Stadtmeisterschaft hier in Dortmund ist einfach ein Highlight. Und es heißt in der 17. Minute dann 3:1 für den TuS Bövinghausen. Zum zweiten Mal erfolgreich war die Nummer 10, Michael Schädlich. Wir sind jetzt in den letzten 2 Minuten und der SV Brakel 61 hatte den Keeper aus dem Tor genommen. Man setzte natürlich jetzt alles auf einer Karte. Man wollte doch versuchen, eventuell noch den TuS Bövinghausen ein Beinchen zu stellen hier. Und die Möglichkeiten waren auch da, aber wie ich auch vorhin schon sagte, manchmal fehlt auch das Quäntchen Glück. Mehr Tore gab es da nicht zu bewundern. SV Brakel 61, TuS Bövinghausen 1:3. So gab es 2 siegreiche Mannschaften in der Gruppe in den ersten beiden Spielen. Das war Westfalia Wickede und TuS Bövinghausen. Ja.